Hallo Leute, willkommen bei der Niche Wolpertinger Challenge. Dies ist Teil 10 und wir wollen einen Wolpertinger züchten. Übrigens sehen diese Maulwürfe auch schon fast aus wie Wolpertinger. Wenn man sich diese richtig anguckt, huch, na komm, das müsste ich doch besser hinkriegen. Und jetzt hier näher ran, komm. So, da, wenn man sich die anguckt, mit dem Geweih und der spitzen Schnauze und so, ist schon mehr Wolpertinger als meine Nischlinge hier in der Challenge, weil ich ja bisher noch keine Geweihe hingekriegt habe. Aber das wird vielleicht. Was mir auch was eingefallen ist, ich sollte die, wie heißt sie, Anasira, habe ich die nicht schon mit einem anderen? Ja, ich glaube, ich habe die schon mit einem anderen kreuzen lassen. Die sollte ich mit möglichst vielen verschiedenen Männern kreuzen, damit die Kinder, die dann ja Halbgeschwister sind, sich problemlos untereinander kreuzen können. So, jetzt geht's erstmal weiter. Oh, da ist jemand gestorben. War wohl auch schon uralt. So, du kleines Huscherl, du gehst jetzt mal hier Maislein, genau. Gehst mal da zur Seite. Und dann kann deine Mama sich hier reinsetzen und wir hoffen mal, dass es auch wieder ein hübsches, nettes, gesundes Kind wird. So, wo sind denn hier unsere Jägersleute, die Karnickeljäger? Ananas könnte eigentlich auch zu einem Baum. Vielleicht sollte ich Ananas zu diesem... Ja, sehr gut. Zu diesem Baum dort schicken. Weil mit Nussi will ich ja irgendwie noch weiterziehen. Gibt es da eigentlich noch mehr Bäume? Ja. Da hinten zum Beispiel. Da wäre auch ein schöner. Aber Nussi ist ja auch auf Frauensuche. Dann machen wir doch Nussi gleich mal. Und dann kann nämlich Ananas hier... Schade, dass Ananas und Nussi nicht miteinander kompatibel sind. I und C... A und C. Man könnte es zur Not mal versuchen mit den beiden. Aber dann ist natürlich immer das Risiko, dass die ein krankes Kind kriegen. So. Okay, ja, sammelst du die Früchte mal ab. Und du kannst hier das Gras wegmachen und Früchte sammeln. Na, das lohnt sich ja richtig. Du kannst hier das Gras wegmachen und dann dich einfach mal hier weiter vorarbeiten und bei nächster Gelegenheit diesen Baum freilegen. So. Cookie, du könntest hier mal dieses Fleisch einsammeln, bevor es schlecht wird. Ja, und dann... Dann hüpfst du vielleicht dahin. Dann kann das nächste Mal gleich Beeren sammeln. So, was mache ich mit euch? Unser kleiner Rotschopf, der aber nicht Rotschopf heißt, Rett heißt du, gell? Ist relativ groß geworden. Mal gucken, kann der knacken? Ja, so ein bisschen. Ist mittelschwer. Ist ein super guter Bärensammler. Warte mal. Auch wenn das sich unangenehm anfühlt, hock dich da mal auf die Gebeine deiner Tante oder wer das war. Und dann soll er hier mal patrouillieren an den Bärendingern. Und du knackst mal Nüsse. Hier kannst du auch Bären sammeln. Und Novus. Habe ich die beiden nicht gerade gepaart? Ja, ja, die beiden habe ich gepaart. Dann hupfst du nämlich mal in das Nest und wartest auf dein Baby. Und Novus könnte eigentlich Karnickel jagen, aber der ist so langsam. Hm, toll. Und hier ist kein Karnickel weit und breit. Das ist viel zu weit für ihn. Tja, Novus, was machen wir mit dir? Kann auch gut Beeren sammeln.
ich lasse den vielleicht mal hier in der Nähe, dass der sich vielleicht auch mal mit ihr paart, wenn ich das nicht gerade schon getan habe. So. Blanco. Wollte ich den paaren? Oh, ich habe schon wieder alles von den letzten Spielzügen vergessen. Das ist ja schlimm. Die Lara. Aber irgendwas wollte ich mit Blanco machen. C und D. A und C, die sollten besser nicht. A und D. Nö. Dann nutzt du mal hier deine Sammelkraft und sammelst. Ah, und mit dir wollte ich hier die Büsche abräumen, damit ich nicht immer denke, da ist ein Nest. Und kann auch nicht schnell stark kämpfen, aber... Na, das hat doch geklappt. Sehr gut. Und du könntest mal auch versuchen. Na, das hat nicht geklappt. Probierst es nochmal. So. Na, immerhin. Ja. Und du könntest mal annehmen. Mit 1 können die es gar nicht erst versuchen, den Maulwurf zu attackieren. Also sammeln wir lieber Früchte. So, und Gras. Da gibt es nämlich auch viel zu tun. Und du sammelst auch mal Früchte. Ja. Du kannst jetzt hier mal die Welt erobern. Ja, ich denke mal, ich schicke die einfach auch so zum Rumstromern. Nee, hier lassen wir mal. Aber den Bärenbusch, den könnte man freisammeln. Ah, das ist der gute alte Digger. Da gucken wir mal, ob wir... Ja, wenn er hier hingeht, dann könnte er hier vielleicht was graben. Okay. Gut. Jetzt haben, glaube ich, alle gemacht, die machen sollen. Jawohl, einen neuen Tag. Und jetzt gucken wir erstmal, was das für ein Baby geworden ist. Oh, das hat jetzt diese von mir so ungeliebte Derbschnauze gekriegt. Ansonsten sieht das aber ganz niedlich aus. Oh, ein Hochleistungssammler. Okay. Dann kriegst du hier ein Screenshot gemacht. Gucken, so hinschieben, dass das halbwegs gut aussieht. Tja. Nicht so schön, aber sehr nützlich. Tja, vielleicht sollte man sich einfach davon befreien, dass diese Derbschnauze ein Problem ist. Aber sie ist auch nicht so nützlich wie zum Beispiel die Knackerschnauze. Wird so mittelschnell 3, das ist Richtung langsam, aber ein super guter Bärensammler und auch ein überdurchschnittlicher Nussknacker hat wahrscheinlich zwei geschickte Pfoten. Das ist gut. Nicht sehr fruchtbar. Inaktives Geweih. Tja. Mal gucken, ob wir irgendwelche Schnauzen auswählen können. Nee, wir können nur die normalen. Ah, wenn wir viel knacken, können wir demnächst auch die Knackerschnauze wählen. Ich denke mal... Was hat er denn noch für Probleme? Der Wanta. Wanta finde ich jetzt auch einen ziemlich coolen Namen. Den lasse ich, glaube ich, mal. Fruchtbarkeit, kurzsichtig. Watschelfüße. Ach, du hast genetisch schon ziemlich schwer. Aber mit der Fruchtbarkeit können wir noch nichts wählen.
Loot hat er eh kein Problem. Wir könnten gute Augen wählen. Oder einfach eine normale Schnauze. Na, wenn, wählen wir große Nasen, gell? Ja, ich wähle jetzt einfach mal große Nasen für den. So. Okay. Denn wegen des Geweihs werde ich wohl schon mit dem irgendwie was züchten. Und Maislein. Ja, die sind alle nicht so gut. Was? Wer ist denn da der Vater? Novus. Okay. Novus, du bist das, gell? Ja. Mal gucken. Der hat lange Schnauze. Ich denke mal, das könnten wir einfach nochmal probieren. Dann geh doch mal hierhin. Und der Novus kommt und schwängert dich nochmal. Und bei nächster Gelegenheit setze dich dann wieder in das Nest. Und so lange könntest du mal dahin hüpfen und hier ein bisschen Gras freimachen. So. Und du könntest hier mal beginnen. Mal gucken, hat die auch A und C. Das ist einfach viel zu verbreitet hier bei uns. Und Ananas. Ananas ist ja... Die sehen ja fast gleich aus hier. Maislein und Ananas. Aber Ananas ist eine super Power-Sammlerin. Auch wie der kleine Wanter. Und Maislein, tja, kann irgendwie gar nicht so richtig gut. Na, dafür kann die mal auf Tour gehen. Und Ananas, was machen wir mit dir? Ich denke mal, ich lasse dich hier so in der Gegend. Und dann finden wir bestimmt mal einen netten Partner für dich. Weil, ja, die hat jetzt auch inaktives Geweih. I und C ist nicht ganz so verbreitet. Ananas ist eine super Partie. So. Cookie, du kannst mal sammeln. Ich glaube, Cookie ist ihr Vater. Das checken wir mal. Ja. Ist der Vater von Ananas und von Maislein. Gut. Du kannst hier Beeren sammeln. Wir kriegen jetzt ein paar gute Beerensammler. Da können wir dann auch gute Vorräte aufbauen. So, du kannst hier Nüsse sammeln. Mal gucken, ob es noch einen besseren Platz zum Nüsse sammeln gibt. Nicht so optimal. Doch, du könntest hier hin. Dann kannst du nämlich beim nächsten Mal auch noch Früchte sammeln. So, und hier ist noch ein neues Baby. Rerara. Naja, kann immerhin mit 2 Punkten Früchte sammeln. Ist nicht so schnell. Ja, nettes Kerlchen. Mit einer Stummelpfote. Dann züchten wir bei der mal gute Pfoten rein. Also, die Klaue. Um die Chance auf Starke zu kriegen und die gute Sammelpfote. Okay. Rerara. Dich müssen wir umnennen. Mir fällt spontan Ruth ein. Keine Ahnung warum. Passt auch nur wegen des R's. Aber kann ich mir vielleicht merken. So, und du könntest eigentlich schon mal woanders hin, weil Anastasia hier ja aufpasst. Du kannst hier einfach mal ein bisschen so freiräumen und da auch graben. Und du sammelst mal Früchte schön ein. Und kannst du Hasen jagen? Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Aber hier der kleine Toduk hier hat erfolgreich
gejagt. Wir brauchen auch unbedingt mal jemand Starkes, um die Maulwürfe zu jagen. Stark und schnell. So. Ja, Sira kann vor allem gut graben. Das ist bestimmt eine Tochter von Digger. Ja. Dann gehst du mal in die Richtung und schnupperst mal. Guck mal, da könntest du dann nächste Mal was graben. So. Und jetzt. Du sitzt hier und könntest einfach mal Früchte sammeln, denn das kannst du ganz gut. Und ihr anderen, die lasse ich mal alle so nach da in die Richtung bewegen. Okay. So, und du machst erst nochmal hier diese Nische frei, damit wir da auch gut sehen können. So. Hier kann man auch Beeren sammeln. Und die kann man auch freiräumen. Oh, ein Nest. Gut. Ich denke mal jetzt... Nein, hier, die müssen noch machen. Unsere Aussiedler. Also, hier... Uiuiui. Ja, da hat jemand auch zwei Stärke. Hörnli ist recht stark. Immerhin, wegen der Hörner wahrscheinlich. Die machen nämlich stark, die Hörner. So. Früchte sammeln bis zur Erschöpfung. Und du gehst auf die Suche nach deiner Traumfrau. Hier. Ja. Jetzt haben alle gemacht. Okay, gut. Das war's dann für diese Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!